Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Mini-Vlog. Heute vom Bundesligaspiel der ST Lohfelden gegen den TC Bad Homburg. Ja, das absolute Spitzenspiel in der Herren Bundesliga 30 steht an. Beide Mannschaften sind noch ungeschlagen und da wird heute in Lohfelden mit Sicherheit die Hütte brennen. Die Tatsache, dass es heute einen Vlog gibt, ist eigentlich gar nicht so sicher gewesen. Mein Einsatz heute war eigentlich nicht so wirklich geplant, aber ST Lohfelden bzw. unserer Mannschaft plagen mögliche Personalsorgen. Ich bin gestern erst aus dem Urlaub wiedergekommen. 2 Tage Europapark, 1 Tag Rolantica, 1 Tag Tripsdrill und über 1800 Kilometer gefahren. Vorbereitung könnte in dem Sinne dann besser sein. Aber ich möchte für die Mannschaft da sein. Ich möchte ihr helfen. Selbst wenn ich nicht spielen würde, dann würden alle wieder nach vorne rutschen und dann wäre es sicherlich mit deutlich weniger Chancen noch auszurechnen. Daher haue ich mich jetzt einfach mal für die Mannschaft auf den Tennisplatz, hoffe das Beste, gebe alles natürlich und dann hoffen wir, dass das Wetter hält. Es ist Regen angesagt und dass wir dann relativ zeitig und ohne, dass wir in die Halle müssen, durchkommen. In Lohfelden wird mit Sicherheit die Hütte brennen. Wir schauen uns mal an. Ich nehme euch mit. Katzen nehme ich nicht mit, die haben hier ihren Spaß und dann geht's ab nach Lohfelden. Wir machen heute mal eine Ausnahme. Normalerweise stelle ich euch die Mannschaften ja im Auto vor. Ich habe aber festgestellt, dass sich unser Stadionsprecher heute deutlich besser vorbereitet hat als ich, also kann euch viel mehr zu den Spielern sagen und deswegen starten wir jetzt dieses Video bereits bei der Mannschaftsaufstellung. Ja, liebe Tennisfreundinnen und Tennisfreunde, herzlich willkommen auf der Tennisanlage der ST Lohfelden hier am Quellenweg 59. Mit dem TC Bad Homburg und unserem Team treffen heute 2 Mannschaften, die noch ungeschlagen sind, aufeinander in der Bundesliga Gruppe Süd. Diese Paarung verspricht Spannung pur, denn der Gewinner macht einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft in dieser Gruppe. An Nummer 1 spielt Daniel Munoz de la Nava. Der Spanier ist Linkshänder und ein Sandplatz-Spezialist. Er war vor allem auf der ATP Challenger Tour erfolgreich. Seinen ersten Titel im Einzel gewann er dort 2011. Zuvor sicherte er sich aber bereits 13 Titel im Doppel. Es kam bis zu seinem Karriereende 2019 7 weitere dazu. Er spielte über 1 Million Dollar an Preisgeld. In dieser Saison hat er alle Einzel und Doppel für den TC Bad Homburg gewonnen. Daniel Munoz de la Nava. An 2 spielt Lamine Gouahab. Der Algerier Gouahab spielte von 2002 bis 2008 für die algerische Davis Cup Mannschaft, für die er bei 16 Teilnahmen insgesamt 25 Spiele gewann. Seit 2014 spielt er für die marokkanische Davis Cup Mannschaft. In der ATP Weltrangliste steht er aktuell auf Rang 424. Ja, jetzt kommt für mich eine große Hürde, denn an Nummer 3 spielt Michael Ray Palares González. Ich hoffe, das hat einigermaßen geklappt mit der Aussprache. Er ist ein professioneller Tennisspieler aus der Dominikanischen Republik. Er war Mitglied des Davis Cup Teams der Dominikanischen Republik und vertrat sein Land bei der Zentralamerikanischen und bei den Karibischen Spielen. Michael Ray Palares González. An 4 haben wir dann Martin Klöckler. Über ihn weiß ich leider nicht allzu viel, aber er ist, glaube ich, ein guter Spieler. Er hat alles gewonnen bis hier. Und genauso ist das, glaube ich, mit dem Lars Pörschke. Lars Pörschke hat, glaube ich, auch alles gewonnen bis hier. Ja, und an 6 spielt Fabian Poth. Euer Mannschaftskapitän Guido Tröster, ist der da? Ah, der ist da. Den möchte ich auch noch begrüßen. Ja, nun kommen wir zum Team der ST Lohfelden. An 1 Rock Jark. Rock spielt nun schon einige Jahre für die STL und hat uns schon mit tollen Spielen und vor allem vielen Siegen verwöhnt. Willkommen, Rock Jark. An 2 Matthias Jurmann. Der 39-jährige Slowene bestreitet heute sein 2. Spiel für die STL. Sein Debüt für die STL bestritt er im Auswärtsspiel in Aschaffenburg
wo er sein Einzel mit 6-0, 6-3 souverän gewann. Viel Glück, Matthias Fürmann. An 3 spielt Christopher Arment. Christopher ist ein perfekter Konterspieler. Wenn der Gegner denkt, er hätte den Punkt, zaubert Christopher oft nur einen Passierball aus dem Ärmel. Wir hoffen, dass ihm dies auch heute oft gelingt. An 4 ist Martin Boulnois. Martin ist der Mannschaftsführer. Der Mannschaftsführer des Teams und kümmert sich komplett um die organisatorische Vorbereitung wie Anreise, Unterkunft, Verpflegung und. Und dann muss er auch noch Tennis spielen. Und das gelingt ihm aber immer wieder hervorragend. Martin Wulner. Ja, und dann haben wir an 5 noch einen Martin in unserer Mannschaft. Das ist Martin Kares. Martin Kares ist nicht nur ein sehr guter Tennisspieler, nein, Martin ist auch ein hervorragender Tennistrainer. Auf YouTube hat er einen Kanal und stellt auch Trainingsvideos, Tennistipps und vieles mehr rund um den Tennissport ein. Da sollten Sie auch mal reinschauen, man kann noch viel von ihm lernen. Ja, und heute an Position 6 spielt Dr. Alexander Kunig. Alex ist als Zahnarzt filigranes Arbeiten gewöhnt. Aber auf dem Tennisplatz ist er ein Wühler und Kämpfer, der in seinen Matches immer alles gibt. Im letzten Spiel muss sein Gegner leider aufgeben. Aufgeben ist ein Wort, das Alex nicht kennt. Alex Kunig. So, ihr habt es gehört, bei der Mannschaftsaufstellung Bad Homburg heute in voller Kapelle da. Das heißt, sie spielen mit allen 3 Spitzenspielern vorneweg, sodass sich alles sogar noch weiter nach hinten verschiebt bei denen. Also personell sind wir doch jetzt eher klare Außenseiter. Trotzdem hoffen wir jetzt auf einen guten Fight. Ich habe die Ehre, gegen einen sehr alten Bekannten, Lars Pörschke, zu spielen. Ja, geht es eigentlich darum, viel Spaß zu haben und ja, das Beste rauszuholen. Und ich hoffe auf ein gutes Spiel und auf jeden Fall ein besseres Spiel als zuletzt in München. Today, every one of us fight. And today we will win. We enjoy the atmosphere and let's kick the asses. Okay? Let's go, guys. Okay. Good. Good. Yeah. 1, 2, 3, team! Schade, Q.
Bravo. Bravo. Endstand von meinem Spiel 5-7-2-6 gegen den Lars. Ja, also erstmal vorweg Glückwunsch an den Lars, sicherlich auch der verdiente Sieger. Das ist jetzt wirklich so ein typisches Spiel, wo man wirklich sieht, ja, da muss ich einfach deutlich mehr trainieren, um da eine Chance zu haben. Lars deutlich erfahrenerer Spieler als ich. Und das hat man dann auch in den entscheidenden Situationen gesehen. Ich selbst war mit meiner Leistung heute deutlich mehr d'accord als noch gegen München. So kann man verlieren. München war nix. Aber heute war ich eigentlich ganz zufrieden, hatte eigentlich auch ganz gute Chancen im ersten Satz. Lars hatte mir vor dem Match gesagt, dass auch er eine Woche Urlaub hatte, ist jetzt extra hier rüber angereist und fährt dann wieder zurück nach Tirol. Also gleiche Voraussetzungen so ein bisschen. Beide hatten wahrscheinlich die Woche keinen Schläger in der Hand. Das hat man vielleicht beim Lars auch im ersten Satz gemerkt. Da habe ich einige gute Punkte gemacht und habe ihn dann auch gebreakt. Und mein Aufschlag hat mich leider so ein bisschen das ganze Spiel über wieder im Stich gelassen. Ich hatte 5-3 vorne und 5-4 vorne dann und habe dann zum Satzgewinn aufgeschlagen. Und ja, dann hat er natürlich auch clever gespielt. Da sieht man auch seine Erfahrung. Ich selber habe dann aber auch wirklich schlecht aufgeschlagen und da fehlt dann einfach so der freie Punkt mehr, um dann eben den Satz auch zu gewinnen. Und dann sind es eben halt nur noch 10 Punkte und dann kann alles passieren. Das ist ja die Regelung mit dem Match-Tie-Break und deswegen etwas schade. Also er hat dann das 5-5 gemacht, 5-6, 5-7 und dann im zweiten Satz ja, ist er relativ schnell vorangegangen, hatte dann 1-1 und ist dann, glaube ich, auf 4-4-1 nach vorne gegangen. Und dann war es ein bisschen merkwürdig, er hat sich da wohl gezerrt und konnte im Prinzip auch keinen einzigen Vorhand- oder Rückhandball mehr spielen. Und er hat dann aber einfach auch zu stark aufgeschlagen. Also ich habe versucht, den Ball noch irgendwie reinzuspielen, habe dann einen dummen Fehler gemacht beim 3-5 und dann war das Spiel eben gelaufen. Also Endstand war nicht 5-7-2-6, sondern 5-7-3-6. An dieser Stelle dann gute Besserung an Lars, dass er hoffentlich nicht zu stark verletzt ist, dass es in den Finals auf jeden Fall klappt. Denn ja, bei uns sieht es auch nicht gut aus. Wir haben jetzt hier mit meiner Niederlage, glaube ich, ein 0-4 und Chris Ament und Rock Jag spielen noch, wo es beim Rock schon sehr deutlich aussieht und wir schauen einfach mal da rein und gucken dann, ob es heute dann mal zu Doppeln kommt oder eher nicht.
Ja, wie gerade gesehen, die Einzel sind durch. Der Rockyard hatte leider keine Chance gegen den Spanier von Bad Homburg. Fällt gerade der Name leider nicht ein. Und somit stand es 5:0 für Bad Homburg. Und das heißt, dass eigentlich dann die Partie schon entschieden ist. Der Gegner von Chris Arment hatte dann mitten im Match aufgegeben, wollte da nichts mehr riskieren, ging wohl schon angeschlagen in die Partie und wollte keine Verletzung riskieren. Also 5:1 jetzt nach den Einzeln. Und eigentlich hieß es, dass auch Doppel gespielt werden soll, zumindest alle drei Doppel, weil Bad Homburg wohl genug Ersatzmänner dabei haben. Aber das wurde gerade wohl doch etwas gecancelt. Also da sind die Spieler scheinbar doch nicht so begeistert von gewesen. Aber es wird jetzt zumindest ein Doppel noch auf dieser Anlage geben, was man immerhin dann den Bad Homburgern dann zugute halten muss, weil im Prinzip könnten sie auch alle drei abschenken, weil ja, im Prinzip ist ja dann alles für die Meisterschaft schon erledigt. Und so bekommen die Zuschauer hier jetzt zumindest noch ein Doppel zu sehen und das schauen wir uns dann an. Oh, ja. Was? Nice one. Ja, bravo. Oh, das ist nice. Und ganz besonderen Dank an die Spieler, die das Doppel hier noch gespielt haben auf dem Center Court. Genau, das kann man wirklich nochmal applaudieren. Es ist eben leider in der Liga so, dass die Doppel sehr stiefmütterlich behandelt werden. Und heute war es ähnlich, aber wir konnten hier jetzt noch sehr, sehr gutes Tennis sehen und dafür den Akteuren herzlichen Dank. Okay, die Saison ist im Prinzip entschieden. Bad Homburg wird am 28.08. die Endrunde, das Endspiel ausrichten gegen den Sieger der Nordgruppe. Wir haben aber nichtsdestotrotz noch ein weiteres Heimspiel am 21.08. gegen Großhesselohe und das werden wir hier auch nochmal, ja, ich sag mal, zelebrieren, auf jeden Fall. Und werden da wieder viel Spaß haben und gutes Tennis sehen. Würde mich freuen, wenn ihr da alle wiederkommt. Wünsche euch einen guten Heimweg und noch, ja, viel Spaß. Macht's gut. Ich muss dem Bulli jetzt erklären, was ein Outro ist. Also ein Outro-Bulli ist, dass man nochmal zusammenfassend sagt, wie es heute so war. Wie es heute so war. Amen. Ja. Also erstmal bedanken wir uns ganz kurz für das Doppel, was die Bad Homburger noch gespielt haben. Das war nochmal schön für unsere Zuschauer. Ja, haben sich alle gefreut. Super. Genau. Und ja, wir wünschen Bad Homburg eigentlich auch ja, viel Glück in den Finals. Sie können es ausrichten, sie richten es aus. Wir haben das auch schon mal gemacht hier und das war mal ein tolles Event. Und ja, wünschen euch viel Erfolg.
waren faire Spiele heute. Und hast du noch was zu sagen, Bulli? Ja, es war sehr eng. Es ist 4-5 ausgegangen. Das heißt, wir waren nah dran. Wir waren nah dran. In diesem Sinne. Bis Groß-Hesselohe noch. Bis dahin, ciao. Rückzug! Alle! Alle! Weiter! War gut? Oh!